Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox von uns, eine 81er B81 GT, also mit dem verstärkten Kompressor. Die ist 3 Jahre alt, die wurde vor 3 Jahren gekauft. Die kam jetzt zu uns und da ist der Hund drin in dieser Kühlbox. Der Kunde sagt, sie erreicht nur noch minus 15 Grad bei plus 40 Grad Außentemperatur und früher hat die locker minus 20 Grad gemacht. Ja, weil in dieser Box ist der Hund drin. Und ich zeige euch jetzt, wo der Hund sitzt. Ich habe hier bereits den Deckel weggeschraubt. Das ist keine Hexerei, das sind 6 Schrauben, 6 Kreuzschlitzschrauben. Die kann man wegschrauben. Und hier ist der Kondensator, den habe ich von unten her gelöst, dass wir das besser sehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Hier hat es Kundehaare drin oder so, sage ich eben mal frech. Und wenn ich hier den Kondensator anschaue, ich mache hier den Lüfter auf die Seite, gibt noch ein bisschen Licht. Man sieht es vielleicht schlecht. Hier sieht man den Dreck auf den Kondensatoren. Also, ja, ich sag mal ganz frech, hier geht keine Luft mehr durch. Also heißt, diese Box mal wenigstens ausblasen, vor allem wenn man Haustiere hat oder Haustiere im Wohnmobil. Wir können auch Katzenhaare sein. Aber hier ist wirklich der Hund drin in dieser Kühlbox. Und sobald ich hier wieder ausgeblasen habe, man sieht richtigen Pelz drauf, der ist dann teilweise schon abgefallen. Ja, ich hoffe, man sieht's. Ja, das hier zu dieser Kühlbox, also auch ein bisschen mal den Kondensator reinigen. Bei so leistungsfähigen Kühlboxen braucht es das wie bei einer ganz normalen Kompressorkühlbox. Hier durchblasen und dann macht die Box wieder minus 35 Grad bei 20 Grad Umgebung oder eben bei 40 Grad Umgebung macht die Box dann ja auch wieder die normale Temperatur. Ich sage immer im Frühling den Kondensator hier mal reinigen, dass das Gerät die Wärme wieder abgeben kann. Ein Kompressorkühlgerät oder ein Kühlgerät allgemein, das kühlt ja nicht. Das gibt nur die Wärme von innen, transportiert es nach draußen. Durch das wird es weniger warm im Kühlschrank. Ist eigentlich egal, wenn es weniger warm ist. Aber diese Wärme muss draußen abgegeben werden. Ich habe hier ein Kühlaggregat, ein Standard-Kühlaggregat. Hier ist auch so ein Wärmetauscher und der Lüfter sitzt dahinter. Der zieht hier den Dreck an, verstaubt. Jetzt wenn ihr ein Wohnmobil habt, das hier zumacht, dann wird der Strombedarf des Kühlschranks steigen. Das spielt hier nicht so eine Riesenrolle, weil das ist ein großer LKW auf 24 Volt. Aber beim Wohnmobil, wenn ihr eine Solaranlage habt, merkt ihr den Stromverbrauch. Das kann also das Doppelte bis Dreifache sein, was dieser Kühlschrank dann an Strom braucht. Und auch hier den wenigstens im Frühling mal anschauen. Wenn er so aussieht wie der hier, rausblasen, rausputzen. Das Teil müsst ihr einmal im Jahr kontrollieren. Je nachdem, wie viel Hunde das ihr habt, weil sonst kommt der Hund hier in die Kühlbox. Ja, das soll es gewesen sein heute vom Hund in der Kühlbox. Hier mache ich euch einen Link auf diese Kompressorkühlbox hier und ich wünsche euch einen schönen Tag.